In der Stadt Amsterdam ist gewähnt der weltberühmte Goen der Rov, der Baal Chacham Zvi. Einmal ist er eingegangen zu ihm in Stuba Machaber, einer der Verfasser von der Sefer, und er hat ihm gebeten, dass er so geben hat, dass komme. Einmal, als er Machaber hat gedruckt der Sefer, fragt er reingehen zu der Rov und beten dem Rov, weil der Rov soll lieber gucken dem Sefer und soll ihm er rausgeben, dass komme. Das heißt, eine Gutheißung auf dem Sefer. Als ich wieder am Machaber ist reingegangen und der Chacham Zvi hat übergeguckt, andere von die Blätter von dem Sefer ist ihm gefallen, hat er ihm gegeben, dass komme. Der Sefer ist noch gewähnt in die geschriebene Forme, gedruckt ist es noch nicht gewähnt. In der Zeit darum ist angekommen die Idee zu dem Chacham Zvi, als der Machaber ist gar belangt zu der Bande von der Schabse Zwinikes. Und in dem Sefer, was er wird drucken, wird gar stehen wegen der Größkeit von der Schabse Zvi und wie er sehen, wir darf nur gehen noch die Gruppe. Der Chacham Zvi hat gut gewusst, was für eine Verdorbenheit es gefindet sich in die Organisation, hat ihm sehr verdrossen, was man ihm ausgenahm, weil der Machaber hat ihm nur gewissen, hat die paar Blätter, was er hat verstanden, dem Chacham Zvi wird gefallen und auf dem hat der Chacham Zvi auch ausgegeben sein als Kommen. Also wie der Chacham Zvi hat er gewusst, in was für ein Ort es wird er gedruckt werden, der Sefer, und also wie er hat er gewusst, dass durch dem wird können er rauskommen, a größer Kilko, mir wird Poshet hereinbringen, Verdorbenheit in die Gedanken von tausender Jiden, ist in der inmitten der Nacht ist er weg dort nur auf dem Ort, wo es ist gewende Druckerei, und er allein hat umgezinnen die Druckerei, und es ist verbrennt geworden, die alle Sachen, welche der Mensch hat dort gehabt, zugegräht auf zu drucken. Gewusst hat der Chacham Zvi, das schmeckt mit einem kriminellen Akt und man wird ihm gewiss einsetzen in Twisse. Er hat aber verstanden, als Bordei zerratte von tausender Jiden, als Eser und Chalila und Hass nicht hereinfallen in ein Verbrechen von Emune, hat er sich eingestellt, Bordei, als er so abrahmen von dem Weg, hat die alle gedruckte Sachen, wo sie wollen nach euch kommen, durch dem Schabse Zwinik mit seiner Skomme. Also wie der Chacham Zvi hat das getan, hat er verstanden, als er darf entlaufen von Stott. Er ist entlaufen und er hat sich verstellt als Apostel Jid und bei Erech Hatog oder zwei Reise von der Stadt Amsterdam hat er gefunden eine Stanzie. Und die Stanzie ist gestanden weit von der Stadt und weit von der Dorf und es ist gewesen auf einem Ort von Aporosches Drochen, wo er schäden sich der Wegen. Menschen sind gekommen, Menschen sind gegangen, aber das ist nur gewesen auf eine kurze Zeit, auf geben Essen die Miete fährt und sie sich ein bisschen abruhen. Da war der Bosse gewesen ein guter Mensch, er vielleicht seiner macht nicht sehr, der was hat gehabt Geld, die gewinnt gut, der was hat nicht gehabt, vielleicht er ihm geben Essen und zu trinken und er hat ihm reingenommen frei. Also wie ist der Chacham Zvi ist angekommen auf dem Ort und er hat übergenächtigt die Nacht, hat er sich mit Jashev gewinnt, als du dem Ort gefällt ihm. Bald in der Früh hat er gedacht und fahrt Tag, wie der Steiger seiner gewinnt, vieles besiegen, und er hat sich weggesetzt lernen. Den Balabos hat ihm gebracht Essen und Trinken, und ihm ist sehr gefallen der Jid. Hat da der Balabos von ihm gar nicht gefordert, und er wieder ist weggegangen weiter, noch er ist geblieben, jemand will leider, aller Tiere will er wieder. Und der Balabos hat ihm erfahrenes gewinnt mit der breiten Hand, und er hat von ihm kein Schumsatz nicht gefordert. Er hat gesehen, weißt du, er hat erkennt in seinem Ponem, und die Lichtigkeit von seinem Zura, das ist etwas nicht kein Poscheter Jid, hat er ihm abgegeben, ein besonderes Zimmer, bei dem auch die Menschen sollen ihm nicht sterben von seinem Heiligen, Avedes Hashem, und sie werden nicht überschlagen sein Lernentüre. Der Chacham Zvi gesessen aller Tiere, weil Avedes den ganzen Tag, und keiner nicht reingekommen zu ihm im Zimmer. Das ist Poschet geworden, an mein kleiner Beis Amigdischl, für Lernentüre und Verdavenen. Die einzige Zeit, wenn der Rauf legt er rausgehen von seinem Zimmer, ich gewinne auf die Neuigkeiten, was ein Mensch bedarf. Dann in die Zeit fragen die Bnei Bayes hereingehen beim Stub und zurahmen, euch kehren die Flur und machen ihm die Bett und vielleicht euch stellen die alle Sachen auf eine Reihe in einer feinen und balabatischen Öfen und mit dem Zugegerät dort und essen und trinken für einen ganzen Tag. Der Chacham Zvi gewinne ein guter Mensch, aber er ist sehr gewinne ein Kassen. Eine kleine Sache vielleicht mal reinbringen in einen Verdruss. Es hat ja viele Erotzer gefunden in einem fremden Haus und er alleine gewinnt nur an Eurech, aber doch hat er sich geführt, wie er wohl gewinnt an Balabos
und Arumem wollten gewähnen, verschiedene Bediener, als sie sollen sein, zu sein, zu erfüllen, das, was er hat gewollt. Bei Semetzer hat nicht getan, das, was er hat geheißen, vielleicht er werden in Kass, und das hat sehr verdrossen, die Bnei Bayes. Flecken sie er weg in zum Balabos und vielleicht dem Sogen her sich zu, wie halte bei sich Asamis hat Eurech, er schreit auf uns, er ist auf uns in Kass, und wir sind in der Mechabe, die wir kennen, und wir nehmen beim Kind Geld nicht, heint wie er sie. Haltst du bei sich Asamis hat Mensch, hat der Balabos sie geantwortet, als ich guck sich zu seinen guten Meißen, sehe ich, als er ist ein wunderlicher Mensch. Ist mir Meile, sollt ihr wissen. Als er hat doch gesehen, vernommen in Teure, es kann öfter einmal sein, als er lieb dem ist er als ein größer Kabin. Aber die Meiße ist umgegangen, ein Stück Zeit, die Mischproche hat ihm sehr gemutscht, bis wann hat er sie haben sich alle erweitert von dem Rauf, und sie haben ihm aufgehört zu bedienen. Er geblieben hat der Balabos allein sollen bedienen. Die erste Zeiten ist noch der Rauf hat nach Achtung getan, als er soll mechabit sein, dem Balabos. Danach den Fleck darauf, er möchte in Kase wegen, werden. Und er fleckt dann mal ein Schreiton, einmal hat er ungeriert sein Covid. In das erste Mal hat der Balabos noch auf sich genommen, das alles mit Guten. Er fleckt euch her an dem Kase, er fleckt euch her einmal ein Geschrei, und er hat es alles geschwiegen. Das zweite Mal ist er schon geworden mehr verdrosslicher, aber er hat doch noch alles kontrolliert. Als er gekommen das dritte Mal, hat ihm die Sache sehr verdrossen, und mehr hat er sich nicht gekannt kontrollieren. Geht er rein zum Rauf und sagt, Herr, sag zu, mein Rauf. Ich und meine Bnei Bayes haben mir gearbeitet und sich matrieren gewöhnt vor eier Covid wegen und vor dem Covid von eier Teure. Wir haben mich versorgt mit Essen und mit Trinken und mit Acheder, mit einem feinen Zimmer, mit allen Bedingungen, Leute, die wir kennen. Ob wir haben noch nicht mit dem erfüllt unsere Pflicht, hat ihr basiert die Erlebnis, als ihr könnt gehen und so suchen, einen besseren Ort. Es kann sein, dass ihr dort wird er sein Geschmack erreden dort. Ihr bett nicht von euch, dass ihr in ein Brute, weil alles, was ich hab getan bis zum heutigen Tag, hab ich es nur getan vor dem Covid von eurer Türe wegen. Und bei mir ist kein schon Frage nicht, dass der Rebischter wird mir abzahlen von meiner guten Arbeit, was ich hab getan. Also wie der Balabos hat geendigt seine Wörter, hat sich aufgestellt, der Chacham Zwi. Und sagt ihm, du hast gut gerät und du hast gerät in die passige Zeit. Noch heintigen Tag, weil ich herausging von dein Haus, also wie du hast gesagt. Wie bald hast du gekommen die Zeit und bei dir hat geplatzt dein Savlonis, ist darf ich schon bei dir mehr nicht sein. Und ich bin sicher, dass der Meibostens Geschuhe kann kommen in ein Rege, in der Meibosten aber sich versichert und der Rebischter wird mir helfen. Er ist aufgestanden, der Chacham Zwi, zusammengenommen alle seine Sachen und er hat sie zusammengebunden in der Päckel. Nachdem wir hat es geendigt, das gewöhnbare halben Tag, kommt sie gehen plötzlich, kommt sie vor und plötzlich abwogen und stellt sich auf das Tier von Distanz. Und es gehen herab drei Menschen, mit hubedicke Menschen von dem Wogen, und wir sind reingegangen in eine wenige Stube. Sie haben sich weggesetzt beim Tisch und sie haben sich etwas angeruht. Der Balabos hat sie bald gegeben, Essen hat sie gegeben, Trinken, und er hat sie gemacht bequem. Danach hat sich einer von sie, von die drei Anoschen mit dem Boden, sich hergetan zu dem Balabos und fragt ihm, ob sie weißt, wie viel Meil ist von da nicht, bis wann nicht wir sollen können, umkommen in Amsterdam. Hat ihm der Balabos geantwortet, dass sie viel und sie viel Meil darf ihr gehen, bis wann nicht wir dort umkommen. Fragt sie danach weiter, der Balabos sagt uns, von wann nicht sind ihr? Da erzählen sie, sie kommen von Lemberg. Und Lemberg ist er dann zum Mut gewähnt an ihr wie ein bei Israel. Und als sie, wie sie kommen, in dem Namen von die größte Kehille von Lemberg, aufnehmen dem Chacham Zwi von Amsterdam als Rauf, haben sie sich da abgestellt, sich abruhen. Aber bei MS wollen sie fahren in Amsterdam. Und man will geben dem Chacham Zwi Aksav Rabonis, als er ist aufgenommen geworden, in einer gemeinsamen Öfen, was alle auf Masken gewähnt, er soll werden der Rav, und er soll werden auf Besden, und er soll werden der Reichsmissifte von der Stadt Lemberg. Der Chacham Zwi steht von der Seite, und er hört aus, wie sie reden, und steht mit dem Päckel in der Hand. Ruft sich an der Chacham Zwi zu See, ich rechne, als ihr darf nicht fahren können in Amsterdam. Haben sie sich sehr gewundert, fragen sie dem Rabbi Yid, was meint ihr? Sagt er sie, dem Yid, was ihr sucht, wird ihr nicht gefunden in Amsterdam. Ihr habt ihm gefunden, hat er da. Und ihr sollt wissen, als ihr bin das derjenige, wenn man ihr ruft an der Chacham Zwi. Die Menschen sind sehr erschrocken geworden und sie haben sich bald vor ihm aufgestellt und dann
haben sie zusammen angefangen zu reden und der Robert mit sie gerät in die Vritere und die Vrichochme und sie haben bald bemerkt, dass das ist der Gewinner, der Chacham Zvi, der Isch Kodesh und der größere Rov, wenn sie sind gekommen, aufnehmen in Kalembere. Haben sie sich sehr gefreut und sie haben gedankt dem Ebersten, wo sie sind zugekommen zu sehr Ziel. Schnell haben sie eingespannt den Wagen und mit der Versorgung und dem Balagola weiter davon nicht fahren. Noch sie können zurückfahren zusammen in Lemberg in einem mit dem Rob. Als sie wie sie sind herausgegangen vom Stub, ist zugegangen der Chacham Zvi zu dem Balabos von der Afsanje und sagt dem Herr sich zu. Wissen sollst du wissen, als ich habe bemerkt und ich habe gut gesehen, wie er sei, du bist geworden in die größte Mitzwe von Achnosses Ochen, was die Sache sei, ihr Kara Metzies in die Tag, und der Sotten kommt und will alles zu tun den Menschen von die Mitzwes. Man rät ihm zu, das ist alles nur ein Ninja von verdienen Geld und man darf nicht tun, welche Mitzwe. Ich habe aber gesehen, dass deine ganze Sache, was du hast mit mir getan, ich gewinne auf Mikaim sein, die Mitzwe von Achnosses Ochen. Jetzt will ich dir sagen, Chotscha viele, ihr weiß doch, dass du es von mir sehr assar gelitten, weil ich bin doch ein Kapten und ich werde gering in Kass und ich weiß doch, dass ich auf dir ungeriert und ungeriert an mich spuche. In der ersten Sache will ich beten, dass du sollst mir Meuchel sein, du und deine Spuche, von dem, was ich hab gemacht, allem unangenehm. Aber der Pfarr, wo du hast mir also bedient, gib dir mein Bruche und der Chacham Zvi gewinn äußerer heiliger Ruf, ist er euer Gewinner bei Ruach HaKedisch, sagt er mir, geht er mein Bruche, und ihr Benchder mit der Größe Aschires. Chotscha viele, wenn du wohlst nicht in Chaos geworden, wohl die Aschires gewinnen gar in einen anderen Öfen, aber von deswegen gib er fort mein Bruche, und du sollst haben, als Amisot Aschires, wo du sollst der Griechen mit deinem Aschires, und in käserliche Erde. Und da soll sein ein Aschires, wo soll sich nicht aufhören bei dir, nur die Brüche soll umgehen vor dir und vor durch deres. Und noch die Wörter hat er der Chacham Zvi mit ihm gesegnet und er ist aufgegangen auf dem Wogen zusammen mit dem Komitee, welche seinen Gekommenen aufnehmen als Rov in Lemberg und sie sind alle zusammen abgefallen. Die Brüche, wo der Chacham Zvi hat ihm gegeben, ist bei ihm mit Kuhim geworden. Er alleine geworden, ein größer und gewaltiger Öscher. Und weißt ihr, wer er ist gewesen? Er ist das gewesen, der Erste von den Rothschilds, was von ihm hat sich danach eingestellt, die millionärske Mischpoche Rothschild, was ist bekannt über die ganze Welt, und sie hat er gerecht bis in die kaiserliche Erde und die größte Könige und Herren, wo die Welt... Und meine Teure hat mit dem öffnen und helfen mir jeden. In einem Weg, was es kann sein, für sich ist es unbequem. In der Rebisch, der bleibt nicht im Befehl. Und er zollt ab, sei für sich und sei für Kinder uneiniglich. Und ich glaube, die meisten darf sein für jeden Einzigen ein Musterhafte. Ein Mitzwe, was es wird getan mit Messias Nefesh, ist der Rebisch, der bleibt nicht im Befehl. Und mit die Werte, bis die kommen, die Woche wünsche ich euch alle eine gute Nacht. Na gut, in der gewünschte Woche, soll der Rebisch helfen, die kommende Woche, wenn wir uns weiter treffen, soll der sein mit freilichen Herzen.